Ich denke, es ist an der Zeit, dass Sie einiges erfahren. Und zwar über die Barriere. Der Wohlstand und Hat da die ihr, hat, haben Sie schon etwas kognitive von der Maschinen Barriere scheinen mir gehört, einfach die diesen Planeten schweineschlecht umgibt? programmiert zu sein. Wir haben sie schon festgestellt mit unseren Die Barriere Flugmaschinen. ist der Grund, warum dauernd Soll ich mich auch einen Schutz Schiffe von den anderen abstürzen versuchen? und niemand diesen Planeten verlassen kann. Oder wollen Sie Ihr Glück Das ist die. versuchen? Und die Rote Rüstung ist eine, ja, sehr ungemütliche Fraktion. Sie fragt auch nicht, sie verhandelt nicht, sondern sie haben es gesehen. Sie geht direkt auf Kampfmodus. Mit sehr mächtigen Und Waffen. Kommen Sie bitte mit. sehr richtig. Und, Ich würde diese Roboter zu gerne untersuchen. Darf ich die erstmal mitnehmen? einen. Die anderen werden wir selbst untersuchen. Jedenfalls ist diese Fraktion dazu da, diese Barriere aufrechtzuerhalten. Was für eine Technologie führen Sie das durch? Haben Sie darüber Kenntnisse? Warum genau weiß es keiner. Und das Einzige, was ich noch weiß, es gibt nur eine Person, die das weiß. Und das ist unsere Großmutter. Haben Sie Schluck auf? Ja, es tut mir leid. Ihre Großmutter? Ja, Mordor. Sie Was? sitzt meistens in der Taverne. Sie ist schon ein wenig älter und nicht mehr so gut auf den Beinen. Ich hatte schon mal eine Bekanntschaft mit ihr. Oh, Ihr dann zwei, muss ich Sie etwas Wahnsinn. enttäuschen. Interessant. Ja, Ja. jedenfalls, bevor Sie meine Großmutter aufsuchen, sollten Sie sich definitiv auf dem Handelsschiff nochmal ausrüsten. Denn anscheinend bleibt die rote Rüstung nicht in Verborgenheit, Die Rote Rüstung sondern weiß auch jetzt über unseren Standort Bescheid. Dank Ihnen. richtig. Wie gesagt, es tut mir leid. Ich habe sehr viele Verluste erlitten. Ich habe Das Günther verloren. Ich habe meine Waffen verloren. Günther hat mich abbezahlt, ne? Das müssen Sie wissen. Ich habe sehr viel Verlust jetzt. Sie mussten Günther bezahlen. Gut, diese Kosten haben Sie ja jetzt nicht mehr. Naja, Sie wissen das ja, wie mit so einem Kauf ist. Man muss trotzdem zahlen, auch wenn die Ware irgendwie kaputt geht. Er hatte leider keine Garantie. Herrn Sky, Aber er über war das sehr Luftschiff jolliger. wollte ich mit Ihnen sowieso reden, wann das wieder im Lande ist. Über das Luftschiff. Wieso? Ja, Sie wissen doch am besten Bescheid, wann das Schmugglerschiff wieder in der Nähe ist. Wenn man so Gut, hört, kann genau das das ist Luftschiff auch ja noch den ein Grund. Planeten Wir nicht müssen bald verlassen durch die wieder Barriere. vorbeikommen. Ja, aber der Planet ist trotzdem groß. Da gibt es viele Ja, wir haben Kämpfe ja für hohe Preise. mittlerweile selber Flugmaschinen. Ich müsste nur über den Standort wissen. Sie können mich Ich kontaktieren, glaube, es sobald. befindet sich derzeit bei 4400 Grad Nordwest, 1200 Südost, wenn mich nicht alles täuscht. Aber genau weiß ich es nicht, sonst müsste ich nochmal mit dem Captain sprechen. Ihre Wache hat mir zugewunken. Machen die das öfters? Die brauchen manchmal Aufmerksamkeit. Verkaufen Sie Wachen? Verkaufen. Nicht jetzt, aber. Was lachst du denn da? Vielleicht bist du derjenige, den ich kaufen wollen würde. Die Jetzt habe ich Sturmtruppler sind natürlich kein sehr Geld dabei. loyal dem Imperium gegenüber. Selbst wenn ich ihnen einen Sturmtruppler verkaufe, wird er früher oder später wieder bei mir landen. Naja, wenn Sie ihnen sagen, sie sollen bei mir bleiben, Lassen Sie sind sie mal nicht. trotzdem loyal. Sie befolgen ja dann ihren Befehl. Die Sturm. Nichtsdestotrotz, was würden Sie vorschlagen? Also, ich würde wirklich sagen, statten Sie sich aus mit allem, was Sie können. Besuchen Sie das Handelsschiff. Und am besten aber nichts, weil ich glaube, der Captain hat gerade ein paar Probleme.
Ich würde sagen, Sky sagt Bescheid, wenn Sie das Handelsschiff besuchen können. Und dann sollten Sie sich wirklich, wirklich ausrüsten. Und dann besuchen Sie meine Großmutter, unsere Großmutter. Und wie gesagt, sie ist die Einzige, die wirklich weiß, was hier los ist. Ist notiert. Luftschiff, Mütterchen, rote Rüstung zerstören. Alles klar. Ich werde mich dann mal darum kümmern, dass meine Schwester wieder sicher nach Hause kommt. Sonst baut sie schon gleich wieder den nächsten Mist. Am besten bleibt sie bei ihrem Behausung da hinten, das ist nicht so weit weg. Das ist auch eine gute Idee. Wir melden uns, sollten wir Probleme haben und keine anderen Schmuggler in der Nähe sein. Allerdings haben wir selber unsere... Auf Wiedersehen, Imperator. Wir werden uns sicher wiedersehen. Du kannst nicht immer sagen, dass ich Mist baue, Mensch. Ich bin halt eben ich. Wie gesagt, ein Exemplar können Sie mitnehmen, die anderen bleiben bei uns. Ja, ich denke, wir gucken mal da hinten nach dem. Es liegt nur noch ein Exemplar. Ja, meine Sturmtruppler haben sich schon darum gekümmert. Das hier ist ihr Exemplar. Geräte gekümmert. Ich, das hier ist ihrer. Wir sehen uns. Möge die Macht mit Ihnen sein. Gut. Mit Ihnen auch. Und du solltest trotzdem nicht immer sagen, dass ich Mist baue, Mensch. Du baust aber immer Mist. So, ich bin halt... Pass mal mit an, der ist schwer. Das muss ich auch noch tragen helfen, das gibt's ja gar nicht. Ach, trag alleine. Ne, das... Pass mal. Ja, mein Lord. Wir haben... Wo sind Sie hin? Roboter sichergestellt? Jawohl, mein Lord. Uns ist es gelungen, Ihre Schaltkreise zu überbrücken und die einfachen Codes zu knacken, wodurch wir Sie so programmieren konnten, dass Sie uns A. nicht mehr angreifen und B. wir zumindest die einfachen Funktionen bedienen können. Also, wir können damit laufen, aber auch leider noch nicht mehr. Zeigen Sie es mal. Es wäre sehr nett von Ihnen, wenn Sie ihn beerdigen könnten. Wir konnten 3 Exemplare sicherstellen, mein Lord. Und sind alle 3 funktionsfähig? Zumindest was die einfache Funktion betrifft. Also man kann sie einsteigen und man kann damit... laufen. Yeah. Welcome aboard. OEM activated. Ach Gott, sind die Dinger geil. Schieße geht nicht. Ed. Sehr beeindruckend. Ich sagte, wir können leider momentan nur mit ihnen herumlaufen. Und der dritte, den wir haben, der eine scheint unvollständig zu sein. Gut, kann auch sein, dass wir da etwas weggeschossen haben. Möglich. Aber er sieht auch anders aus. Wie Sie sehen, hat er weder Arme noch Waffen. Das Cockpit bei diesem hier ist nicht so gut geschützt wie bei den anderen beiden. Der hier ist unvollständig. Wir haben recht. Nur funktionsfähige Füße dabei. Nicht mal die, Ach, jetzt leckt's wieder. Nicht mal die... Fahrersicherung. Pilotensicherung ist drin. Steigen Sie mal ein, dann wissen Sie, was ich meine. Sie sind viel größer als ich.
Sie sind unsere Waffenspezialistin. Finden Sie heraus, wie man sie reparieren kann. Und am besten mit Waffen ausstatten. Die Familie Sky hat uns gesagt, wir sollen uns rüsten. Dafür werden wir auch nochmal das Handelsschiff aufsuchen. Wir müssen einen Einkaufszettel schreiben. Okay, mein Lord, hatten Sie irgendwas Spezielles im Sinn, was wir einkaufen sollten? Nun, auf dem Luftschiff waren ja auch von diesen Mesh-Teilen. Vielleicht eine Station, wo man sie reparieren kann und Upgrades. Bessere Rüstung für die Sturmtruppler. Dann haben wir doch einen Blaster-Bauplan bergen können. War doch ein sehr spezieller Waffenschmied an Bord des Schiffes. Davon brauchen wir mehrere Exemplare. Da müssen Sie einen guten Preis raushandeln für das Herstellen dieses Bauplanes. Ich vermisse meine AT-AT-Einheiten. Vielleicht finden wir da auch was auf dem Luftschiff. Soll ich dann auf jeden Fall auch wieder alles fertig machen an Rüstungen und zum Tauschen? Natürlich. Wir müssen so viel rausschlagen, wie es nur geht. Herr Saboteur! Ich bin beschäftigt. Wie sieht es aus? Beherrschen Sie schon die Kunst eines Thermaldetonators? Architekt? Diese mächtige Explosionswaffe hätte uns sehr geholfen gegen diese Angreifer. Meinen Sie die hier? Nein, das sind ja diese neuen Waffen. Sie konnten bereits Munition herstellen? Das ist die Waffe, die Sie mir gegeben haben. Ja, Sie konnten Munition davon? Mehr wollte ich gar nicht von Ihnen. Wiederverwerten? Die Munition diesbezüglich muss ich mir noch genauer ansehen. Ah, vielleicht kann man sie mit diesen Sprengstoffen, die Sie dabei hatten. Wow, die hatten C4 dabei. Was wollten die an unserer Basis machen? Mir strebt der Dethermal-Detonator. Davon müssen unbedingt welche hergestellt werden. Jawohl. Hat er für jeden einen, oder? Wie bitte? Hat er für jeden einen hergestellt, oder? Nur für Sie. Ich könnte ihn fragen. Das wäre sehr nett. Ich kann auch hingehen und fragen. Jawohl, das könnte ich natürlich auch. Bench. Da es jetzt wieder ruhiger geworden ist, kannst du mit dem Schattensturmtruppler für Schuppen und Knochen sorgen. Ja, Meister. Wo ist Captain Phasma? Saboteur? Jawohl. Haben Sie noch etwas von diesen Gleitern? Was gibt es? Haben Sie noch einen von diesen Gleitern? Ich habe es nicht verstanden. Haben Sie einen von den Gleitern? Von den Gleitern? Jawohl. Die Captain Phasma gesehen? Nein, mein Lord. Es scheint gerade eine Störung in meinem Communicator zu Wo befindet sich Captain Phasma? Ist er hier bei den Meshs? Also die Meshs sind schon mega geil. Was halten ihr von den Meshs? Ist schon fett, wenn man da insteigt und
Wie das aussieht, wie er so ein Inkrabbel, guck mal. Ist schon geil. Voll geil. Das Teil. Voll fett. Ich finde die Dinger mega geil. Ich habe keine Ahnung, wie OP sie wären. Bei normale PvP-Server. Wie OP die sind. Aber hier im EP, mega geil, die Dinger. Ah, da ist der Captain Phasma. Captain Phasma! Mein Lord. Ich habe mir gerade eine Lupe hergestellt, um mehr über die Mechs herauszufinden. Das ist die Waffe, die wir von der Familie Sky bekommen haben. Es geht darum, Munition dafür herzustellen. Sind Sie damit vertraut? Kennen Sie diese Waffe? Nein, diese Waffe sagt mir nichts. Zumindest weiß ich nicht, wie man die Munition dafür herstellt. Tun Sie sich mit dem Saboteur zusammen. Er ist ebenfalls damit beauftragt. Da ich eine schnelle Erzielung anstrebe. Soll ich dann das vor den Erforschungen der Mechs machen? Nein! Gleichzeitig! Sie gehören zum Imperium! Jawohl, mein Gott. Das, wenn das leckt und die alle Roboter sprechen, das nervt so. Unfassbar. XP-Boost. Na gut. So weit mit der Luftmaschine geflogen. Ich muss ihn nochmal unterbrechen. Ich benötige einen Betäubungsblaster. Mein Schüler hat mir gezeigt, wie einfach die Kreaturwelt damit zu bezwingen ist. Ja, einen Moment, ich hab einen da. Bringen Sie mir ein Exemplar mit Munition, sobald Sie eins haben. Ich möchte bald los. Was für Kameradrehung war denn das gerade? Oh, der kleine Langzahn. Und bald groß. Wo ist denn mein Springer? Wo ist mein Springer? Der ist meiner. Ah, jetzt bin ich hier in der Basis bei viel Raptor. Wie geht das Geräusch? Knöpfe kann man alles triggern. Geht nix. Macht keine Brülle. Mein Lord, ich hab den Blaster für Sie. Sehr schön. In die Satteltaschen gepackt. Nee, muss ich reparieren lassen. So nett. Ja, Architekt, sind Sie hier?
Ja, mein Lord, vor dem Tor draußen. Die vordere Mauer, die hat ganz schön durch den Angriff der Mechs gelitten. Da gehe ich jetzt als nächstes hin, mein Lord. Gut, ich bin wieder auf Expedition. Passen Sie auf sich auf. Wir gehen hin und raus, ne? Waren hier ordentlich viele Tiere. Weg das doch wieder. Oh! Oh! Das ist Handelsschiff? Habe ich Kylo Ren eigentlich beauftragt, im Funk zu bleiben? Weil die Skies wollten sich ja melden. Muss ich nochmal zurück. Mein Schüler, der ist doch rumgerannt. Haben Sie meinen Schüler gesehen? Nein, mein Lord. Mein Schüler. Schüler, bist du noch im Funksignal von der Familie Sky? Ich weiß nicht, 77. Das weiß ich nicht, du bist damit beauftragt. Ich hatte drei von den Funkmann bei mir und eine davon ist leider. Finde heraus, welche funktioniert. Ja, Meister. Oh, dann kann er wohl nicht greifen. Hoppla. Trotz spezieller Sattel. Dunkel. Fackel.
Trotz spezieller Sattel habe ich kein Schwergewicht dabei. Wohl alles diese Munition. Leuchten. Ich finde die so geil. Meister? Mir ist die Nummer wieder eingefallen, aber ich konnte niemand erreichen. Bleiben Sie im Funksignal. Die wollen sich bei uns melden, sobald das Luftschiff in der Nähe ist. Ich habe bereits ein Luftschiff entdeckt, aber ich glaube nicht, dass es das Handelsschiff ist. Ihre Konstruktion ist beeindruckend, dass sie in der Luft schweben kann. Das müssen Sie leider nochmal wiederholen. So stabil baut nur das Imperium, mein Lord. Das hört man gerne. Deine Müdigkeit. Was ist da draußen los? So, stopp, hier bleiben. Was ist hier los? Wir haben einen Gefangenen für euch. Was? Meister, das sind Austausch. Die uns angegriffen haben. Austausch von was? Von der Diebin. Die Diebin ist nicht mehr bei uns. Ja, wo habt ihr sie denn versteckt? Rückt sie mal wieder raus. Wir verstecken nichts. Sonst müssen wir ja Kumpel hier. Genau. Also ich würde euch raten, sich schnell rauszurücken. Wir sind hier zahlreich überlegen. Ich würde hier nicht die große Klappe schwingen. Das ist doch kein Problem. Wir haben hier kein Problem. Wir sind hier sicher. Dieser Planet gehört uns. Feuer! Wem gehört der Planet? Und Truppler, geht es Ihnen gut? Kommen Sie. Wo bin ich? Kommen Sie hier. Hier sind Sie sofort feuerbereit. Das waren die einzigen. Die waren nur zu